Nicht die schlecht angepassten, die Verbrecher und Verschwörer sind das Hauptproblem der Gesellschaft, wie uns die Sparten innere Sicherheit mit ihrem Denken in alle Menschen sind Verbrecher und so weiter, und deren Opfer, deren Manipulationsopfer, also die Opfer der Sparten innere Sicherheit sind ja die Verschwörungstheoretiker, die Rechten und so weiter. Und all diese Extremisten, die eben immer denken, oh, diese bösen, bösen, bösen Menschen da, die alles kaputt machen und so weiter. Nicht diese schlecht angepassten, die Verbrecher und die Verschwörer, die es ja auch tatsächlich gibt, aber nur in kleinen Mengen, ja, sind das Hauptproblem des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft, sondern eben die braven Bürger mit ihren vorteilbringenden Irrtümern. Der brave Arzt, der brave Bürger, der wirklich glaubt, dass wenn er Leute, die einen kleinen Krebstumor haben, mit Chemotherapien so behandelt, dass sie zu 98% nach einigen Jahren tot sind, ja, der glaubt wirklich, dass er sie versucht zu retten, dass er das Modernste und Beste, was man mit den Menschen machen kann, anwendet. In Wirklichkeit kann er sich gar nicht vorstellen, was man mit Ernährungsumstellung, mit Bewegung, mit Umstellung des gesamten Körpers auf Gesundheit und gesundes Leben und mit einer Lebensstilmedizin erreichen könnte. Er hat den Irrtum im Kopf, das, was gut bezahlt wird, nämlich die Chemotherapien, ist auch das Beste, und deswegen wird der mich im Gefühl, mein Retter zu sein, wird er mich bei Krebs mit Chemotherapien umbringen. Und deswegen, das Problem sind die braven Bürger mit ihren Irrtümern im Kopf. Und das ist auch der Heilpraktiker, der sich irrt und der da seine Irrtümer begeht, mit denen, die ihm viel Geld bringen, die aber auch wieder nicht der Wahrheit entsprechen, ne? Ja, so viel zu diesem Thema. Tschüssi.